Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause, in meine Welt durchs Internet. Von morgen. Auf Schloss Einstein war mal wieder viel los. Emma und Annika freuten sich auf den französischen Schüler, der in ihre Klasse kommen sollte. Emma ist schon ganz nervös. Ja, und was ist, wenn er jetzt hässlich ist wie die Nacht? Sue merkte schnell, dass ihr Verdacht unbegründet war. Bonjour, je m'appelle René, et toi? Weil René offenbar kein Wort Deutsch sprach, übernahm Sue eine Führung durchs Internat, auf Französisch. Hat er nicht einen süßen Hintern? Naja, der Hintern ist schon nicht verkehrt. Aber dann merkten sie, dass René doch mehr verstand, als sie gedacht hatten. Dein Hintern ist übrigens auch nicht verkehrt. Das gibt Rache. Das ganze Internat redete inzwischen von Margaretas Ausbruch gegenüber Frau Geilwitz. Ich habe gehört, Margareta hat Frau Geilwitz verprügelt? Als Margareta nicht zum Unterricht erschien, machten Billy und Verena sich Sorgen. Sie entdeckten eine SMS, die Maggie ihren Eltern geschickt hatte. Egal was passiert, ich habe euch immer lieb. Dr. Stolberg befürchtete das Schlimmste und meldete sie als vermisst. Charlie hat gesehen, wie sie in den Wald gelaufen ist. Billy und Verena wollten sie auf eigene Faust finden. Hoffentlich rechtzeitig genug. Margareta! 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 Oh, hier irgendwo muss ihr Lieblingsplatz doch sein. Du warst doch schon mal hier, oder? Ja, aber da war's hell. Warte mal. Margareta, wach auf. Lass mich mal. Komm schon, Margareta, aufwachen. Ja, Ruhe, ich schlaf. Und du darfst jetzt nicht einschlafen. Mach irgendwas, sie darf uns nicht einschlafen. Maggie, wir sind's. Ja, ja. Mist, kein Netz. Scheiße, müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Lass mich. Was willst du jetzt? Helf mir mal. Nimm den anderen Stock. Okay. So? Perfekt. Okay. Was ist? Schmeckt's dir nicht? Dieser arrogante Arsch hat mir echt den Appetit verloren. Na komm, was hat er denn gemacht? Er fand deinen Hintern toll. Na und? Du weißt genau, was ich meine. Wenn ich gewusst hätte, dass er Deutsch kann, dann hätte ich das alles niemals gesagt. Reg dich nicht so auf, so schlimm ist das nun auch wieder nicht. Ich fand's ganz lustig. Bitte? Er ist doch ziemlich cool geblieben. Ich an seiner Stelle wäre nicht so ernst geblieben. Toll, fall mir mal noch in den Rücken. Aber ich werde ihn schon noch von seinem hohen Ross runterholen. Oh, du kannst mir ewige Rache schwören. Genau. Hiermit gelobe ich feierlich, nicht eher zu ruhen, bevor ich ihn nicht genauso reingelegt habe, wie er mich. Na dann, viel Spaß. Ich werde in seinem Zimmer rumspuken, bis er sich vor Angst in die Hose macht. So wie er drauf ist, könnte das ziemlich lange dauern. Na und? Dann mische ich ihm eben noch Apfelmittel mit ins Essen. Und dann schließe ich ihn in seinem Zimmer ein. Oh, du bist so ekelhaft, das ist doch kindisch. Ey, komm, wenn du wirklich meine Freundin bist, dann hilfst du mir dabei. Aber nicht bei sowas. Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Ich glaube, ich weiß auch schon was. So, da wären wir. Hey, cool. Ein Einzelzimmer. Trevia. Freu dich nicht zu früh. Das ist nur unser Gästezimmer. Die Brunnen nur vorübergehend. Und dann? Das ergibt sich, wenn unsere Erzieherin die Zimmereinteilung gemacht hat. Du wirst mindestens mit einem anderen zusammenwohnen. Also von mir aus kann das ruhig dauern. Ja, dann gehe ich mal, nicht? Oder soll ich dir noch helfen? Oh ja, das wäre ganz nett. Uiuiui, ui, ui. Ganz schön schwer. Will ja nicht neugierig sein, aber... Das sind meine Plattenspieler. Hm. Zeitalter der CD. Ich meine, wir hatten da noch Plattenspieler heutzutage. Na, ich? Platten sind old school. Ja, alte Schule. Ja, mit denen kann man richtig gut scratchen. Scratchen? Ja. Haben Sie doch schon bestimmt bei einem DJ gesehen. Ja, klar. Bin ja auch oldschool. Hm.
38,9. Also wenn das Fieber weiter steigt, muss Margareta ins Krankenhaus. Wir schaffen das schon, nicht wahr, Margareta? Schön. Und achten Sie bitte darauf, dass Margareta viel trinkt. Ja, natürlich. Und du passt das nächste Mal besser auf, wo du dich schlafen legst. Hm? Gute Besserung. Sag mal, Margareta, warum hast du das gemacht? Es gibt für alles eine Lösung, nur weglaufen ist keine. Ich bin überhaupt nicht weggelaufen. Sondern? Ich wollte einfach nur alleine sein. Alleine sein? Aber dafür musst du doch nicht bei Eiseskälte nachts in den Wald rennen. Warum denn nicht? Ich kann doch alleine sein, wo ich will. Wir machen uns alle große Sorgen. Es tut mir leid, aber ich will nicht wie ein Kleinkind behandelt werden. Aha. Und meinst du nicht, dass du selber auch Anlass dafür gegeben hast? Aber beeil dich. Ja. Komm jetzt endlich. Ja, ja. Guck mal, die vielen Schuhe. Der ist aber alter. Los jetzt. Oh, warte noch mal. Ich freue mich schon auf morgen. Höfchen macht ihn bestimmt zur Schnecke. Tja, erst kommt er gar nicht und dann viel zu spät. Jetzt lassen Sie uns erstmal froh sein, dass es Margarete wieder besser geht. Und der Rest wird sich finden. Ich habe auch die Großmutter benachrichtigt. Sie wird sie heute noch besuchen. So, Themenwechsel. Möchte jemand einen Kaffee? Ja, gerne. Es wird Sie interessieren, dass unser Schulamt uns nach langer Zeit wieder einen Referendar zugeteilt hat. Naja, ein bisschen frischer Wind kann uns ja nicht schaden, oder? Dankeschön. Wie meinen Sie das denn? Wann kommt denn die Kollegin? Der Kollege. Am Donnerstag. Er heißt Marek Lachmann und unterrichtet Deutsch und Geschichte. Dr. Wolfert wird sein Mentor sein. Tja, von meiner Seite wär's das. Gibt's sonst noch Gesprächsbedarf? Ach ja, doch. Wir sollten uns jetzt endlich darauf einigen, wie wir das Faschingsfest gestalten wollen. Jedenfalls nicht so einfallslos wie letztes Jahr. Was schwebt Ihnen denn jetzt schon wieder vor? Na ja, ich dachte da an so eine Art Talentwettbewerb. Ach, das ist doch eine schöne Idee. Mhm. Und wie soll der Talentwettbewerb aussehen? Na, ganz einfach. Die Teilnehmer präsentieren sich auf der Bühne als bekannte Stars von Show, Film und Musik. Und Sport. Und Sport. Und die Schüler sind die Stars. Wie immer. Da können doch die Lehrer dann auch mitmachen. Na klar, ich bitte darum. Und das wirklich Interessante an Luthers Lebensgeschichte ist, dass sie alles andere als geradlinig verläuft. Schon mit 22 wird er Mönch, obwohl er gerade erst begonnen hat, Jura zu studieren. Kann sich irgendjemand von euch erklären, wie es dazu gekommen ist? Felix. Da war so ein Gewitter und vor Angst vor den Blitzen hat er sich geschworen, ins Kloster zu gehen. Wenn er das Gewitter überlebt, genau. Sehr gut. Hast du was über Luther gelesen? Nee, da kam mal so ein Film im Fernsehen. Ah ja. Und diese Geschichte mit dem Gewitter, die ist natürlich nicht erwiesen, aber... herein. Guten Morgen. Pardon. Ich bin zu spät aufgewacht. Das sehe ich. Ist es in Frankreich nicht üblich, Wecker zu verwenden? Doch. Aber ich stelle mein Nachtzimmer ab, sonst kann ich aus Angst vor dem lauten Klingeln nicht schlafen. Das ist ja wohl die dümmste Ausrede, die ich je in meinem Leben gehört habe. Tut mir echt leid, aber ich kann ja versuchen, meine innere Uhr auf den Einsteinrhythmus umzustellen. Sehr schön. Aber wenn dir das nicht gelingt, und zwar to the sweet, dann wirst du ernsthafte Probleme bekommen. Setzen. Der Kerl ist ja wohl die Oberhärte. Zur Schnecke lässt er sich jedenfalls nicht machen. Aha, sehr witzig. Ich sag doch, der ist einfach lässig. So, wo waren wir stehen geblieben? Hallo, Margareta. Hallo. Geht's dir besser? Also, ich finde, du siehst wieder voll toll aus. Wir haben dir was mitgebracht. Danke. Nett von euch.
Freust du dich da gar nicht? Hier, guck mal. Da hat die ganze Klasse drauf unterschrieben. Alle wollen, dass du so schnell wie möglich wieder bei uns bist. Nur weil ich fast da vorne wäre, finden mich jetzt alle toll? Nein, danke. Auf euer Mitleid kann ich verzichten. Wieso Mitleid? Du bist doch unsere Freundin. Genau, und das mit Kai und den anderen kriegen wir auch wieder hin. Danke, nicht nötig. Du willst doch wohl nicht etwa immer noch hier weg. Wieso nicht? Das wäre doch die perfekte Lösung. Wir haben alle ihren Frieden. Ich wollte mich übrigens noch bei dir entschuldigen. Musst du nicht. Aber das ist alles irgendwie so dumm gelaufen. Du bist daran ja nicht schuld. Das ist ganz allein mein Problem. Ich habe aber trotzdem immer noch so ein schlechtes Gewissen. Das Ganze hat mit euch überhaupt nichts zu tun. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Das Problem bin ich. Aber Margareta. Tut mir leid. Ihr müsst jetzt gehen. Ich brauche meine Ruhe. Bist du dir sicher, dass es hier ist? Na klar, wo denn sonst? Boah. Na, hab ich zu viel versprochen? No woman, no cry. I love you, yeah, yeah, yeah. Hey, baby. I'm Elvis. Are you lonesome tonight? I can show you my Briefmarkensammlung. Nee, lass mal. Vielleicht machen wir lieber was zusammen. Hey, guck mal. Der sieht ja cool aus. Ja, ich hab eine Idee. Wir gehen einfach als King Kong und Jane. Das ist ein Riesenkostüm. Da müssen mindestens zwei Leute rein. Also, ich bin auf jeden Fall der Kopf. Na, dann brauchen wir ja nur noch jemanden für den Arsch. Hallo, Margarete. Na, wie geht's dir denn so? Gut. Hallo. Frau Seifer hat gesagt, ich kann heute wieder in meinem Bett schlafen. Ach, das freut mich. Und wie geht's dir sonst? Ich meine, hier so? Beschissen. Naja. Wie es einem halt so geht, wenn man alles verbockt hat. Ach, weißt du. Ich habe in Verbindung mit dir auch so manches verbockt. Wie meinen Sie das? Na, zum Beispiel mit der Schulsprecherwahl. Ich hätte dich nie überreden sollen, für die Wahl zu kandidieren. Das war doch ganz allein meine Schuld. Ich bin alt genug, um meine Entscheidungen selber zu treffen. Ja, sicher. Trotzdem. Außerdem, als wir uns in deinem Zimmer unterhalten haben, hätte ich vielleicht mehr auf dich eingehen sollen. Nicht schon wieder. Jetzt sind alle so rücksichtsvoll zu mir. Das nervt. Ah ja? Ich kann meine Probleme alleine lösen. Ja, das kann ich gut verstehen. Wie jetzt? Also wenn ich gründlich nachdenken will, dann bin ich auch am liebsten allein. Hat's denn was gebracht? Ja. Nein. Weiß ich nicht. Und um ehrlich zu sein, ich habe mich mit dieser blöden Frisur völlig blamiert. Das vergessen die anderen doch nie. Naja, das kann schon sein. Aber den ganz großen Knüller, den hast du dir ja noch aufgespart. Hä? Na, gestern. Diese Show der Extraklasse mit Polizei und allem drum und dran. Du, das war schon heftig. Die in deiner Klasse waren ganz krank vor Sorge. Das sagen Sie doch jetzt nur so. Nein, nein. Billy und Verena sind sogar gegen die ausdrückliche Weisung der Schulleitung losgezogen, um dich zu suchen. Ich baue eben im Augenblick immer nur Mist. Aber ich komme da wieder raus. Auch ohne fremde Hilfe. Weißt du was? Das glaube ich dir sogar. Und vielleicht kannst du dich ja dann auch wieder den Niederungen des Lebens zuwenden. Ich habe dir ein bisschen was mitgebracht, damit du den Anschluss nicht ganz verlierst. Danke. Ach komm schon, Felix. Vergesst es. Sucht euch gefälligst einen anderen Arsch für euren Arsch. Da mache ich nicht mit. Oh Mann, sei mal bitte kein Spielverderber. Das wird bestimmt voll lustig. Haha, nee, lasst mal, ich hab schon eine eigene Idee. Ja, jetzt was willst du denn gehen? Das werde ich euch jetzt mit Sicherheit auf die Nase binden. Hör mal, so eine Chance kommt nie wieder. Was soll denn unseren Arsch noch toppen? Das werdet ihr ja schon noch sehen.
Was tust du denn so geheimnisvoll? Wir verraten dich schon nicht. Ach komm, Tinker, lass es einfach. Unser Jahr von Stipendiat hält sich mal wieder für was Besseres. Und jetzt verzieht euch, ich kann keine Zuschauer gebrauchen. Oh, geheim, geheim. Gestatten Bond. Felix Bond. Pfiuh. Idioten. Bonjour. Rat mal, wo ich gerade war. Woher soll ich das wissen? Eis essen bei Pino. Ja. Und? Mit René. Der war total nett. Klar, weil er dich eingeladen hat. Der ist eben Kavalier. Was du nicht sagst. Und du warst nicht zufällig hinter ihm her? Nein, ich habe ihn zufällig im Dorf getroffen und ihm Seelitz gezeigt. Dafür hat er sich bedankt, das ist alles. Er hält sich doch echt für Brad Pitt. Gib ihm noch mal eine Chance. Außerdem hat er mir von Paris erzählt. Paris? Und was hat er dir so erzählt? Naja, so von wegen Stadt der Liebe und so. Aber in manchen Gegenden muss man aufpassen, dass man nicht ausgeraubt wird. Oh, und jetzt hat der arme René dein ganzes Mitgefühl hier. Quatsch! Ich will dir damit nur sagen, dass er nicht so ist, wie du denkst. Klar, weil er dich mit seinem Charme eingewickelt hat. Ach was, der war nur nett. Natürlich. Und ich sag dir, er ist ein Angeber. Oder willst du jetzt die Seiten wechseln? Spinnst du? Aber Charme hat er. Kaffee? Oh ja, gerne. Danke. Sie auch? Danke, ich bin in Eile. Mangelt es Ihnen an Vitamin C? Was? Nein, nein, mein Bedarf ist gedeckt. Sagen Sie mal, haben Sie sich schon überlegt, als was Sie beim Talentwettbewerb auftreten? Da muss ich gar nicht überlegen. Ich trete als gar nichts auf. Aber glauben Sie denn nicht, dass gerade wir als Pädagogen mit gutem Beispiel vorangehen sollten? Eben drum. Ich bevorzuge, mit Würde und Zurückhaltung voranzugehen. Also kommen Sie, Sie sind doch sonst auch keine Spaßbremse. Liebe Kollegin, ich mache mich einfach nicht gerne zum Klops. Das ist alles. Dann treten wir eben gemeinsam auf. Ja, ja. Als die Weather Girls, oder was? Das ist es. Super Idee. Naja, im Ernst, warum denn nicht? It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Und für Wolfhard müssen wir den Schimmelreiter lesen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja. Oma. Hallo, Margarete. Ach, es tut mir ja so leid, dass ich nicht vorher auf dich gehört habe. Hättest du auch nichts machen können, Oma. Ja, doch. Du hast gesagt, du willst nicht länger im Internat bleiben. Also musst du auch nicht länger hier bleiben. Du willst immer noch weg? Also wenn du hier wirklich so unglücklich bist, dann gibt es keinen Grund, dass du hier länger leiden musst. Du musst es schließlich am besten wissen. Also komm, pack deine Sachen. Jetzt sofort? Ja, natürlich. Ich werde das vor deinen Eltern schon verantworten. Warte mal, Oma. Ich glaube, ich habe mir das noch mal überlegt. Ich bleibe hier. Was? Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich verstehe es ja selber nicht so genau, aber... Aber was? Ich muss mich hier durchboxen. Da kann mir keiner helfen. Ich will das jetzt packen. Super. Ist das wirklich wahr? Ja. Ach, Maggie, ist das schön. Naja, dann kann ich den ja wieder mitnehmen. Ich freue mich total, dass du hier bleibst, ehrlich. Mal abwarten, ob das wirklich seine Freude für euch wird. Ach, Maggie. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich jonglieren kann. Ach, na, was heißt schon können? Ich muss wohl noch ein bisschen üben. Ich will auf dem Talentwettbewerb als Enrico Rastelli auftreten. Rastelli? Der große Rastelli? Der größte Jongleur aller Zeiten? Eben dieser.
Gestatten, Rastelli, obgleich ich schon seit fast 75 Jahren tot bin, hält man mich immer noch für den Besten, den es je gab. Wie viel von den Dingern hat denn der geschafft? 10 Bälle. Bis heute absoluter Rekord. Ich hingegen scheitere noch bei 3. Was halten Sie davon, wenn ich Ihr Assistent werde? Ich meine natürlich nur, wenn Sie wollen. Ja, gerne. Sehr gerne, lieber Pasulke. Dann lassen Sie uns doch gleich mal trainieren. Kaskade mit 3 Bällen, Sie werfen den 3. rein. Und 1, 2, hepp! Oje. Das mit der Rastelli-Nummer sollte ich wohl doch besser sein lassen. Aha. Kannst du nicht anklopfen? Monsieur Leffé? Ich hab angeklopft. Ja, was willst du? Je voudrais t'offrir quelque chose. Ich will dir was schenken. Verarschen kann ich mich selber. Komm, so. Es tut mir leid, dass wir beide so einen schlechten Start hatten. Also hier, von mir für dich, damit du mir die Schlossführung verzeihst. Tu veux pardon? Du musst mir nichts schenken. Will ich aber. Ist original aus Frankreich, wenn du mich schon nicht riechen kannst. So, das war's auch schon. Ich lasse dich dann mal wieder in Ruhe. Salut. Hoffe. Original aus Frankreich. Also Geschmack hat er ja. Scheiße, was ist denn hier los? Was hängt denn da für ein komisches Schild? Keine Ahnung, ich kann nichts lesen, es ist so dunkel. Ach, schon besser. Kein Zutritt. Ja, jetzt wird aber einer übermütig. Hm. Hallo, aufmachen, wir müssen proben. Aufmachen! Hallo! Welcher Vollidiot hat sich denn da verrammelt? Ihr habt Glück, dass ich gerade fertig bin. Ansonsten kann ich nämlich keinerlei Störung gebrauchen. Ich hasse meinen Vater. Ihr glaubt gar nicht, was passiert ist, ja? Dieser arrogante Franzose kam zu mir und ich so, was willst du? Und er, so klein und gut, gibt mir plötzlich ein Geschenk, ja? Ey, ich dachte echt, ich guck nicht richtig. Naja, aber er hat wahrscheinlich gemerkt, dass hier keiner auf so einem eingebildeten Poser steht. Einer, der mit 8 Paar Schuhen hier ankommt und um jeden Preis auffallen will. Was glotzen ihr so? Geiles Make-up. Wow. Doch, hab was. Ja, du hast halt echt Farbe gekriegt. Ich meine, sowas kann echt nicht jeder tragen, aber dir steht's echt voll trendy. Süße. Das hast du nicht umsonst getan. Alles ist alles. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein. Hey. Warum guckst du denn so traurig? Ist es, weil Anton jetzt mit Conny zusammen ist? Das interessiert mich doch gar nicht. Ich sehe doch jeder, dass du noch an ihn verliebt bist. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.